Ja, hallo, ich bin hier gerade so durchgekommen. Ich bin ganz zufällig hier, weil ich schon vor einigen Jahren ausgewandert bin, weil ich das Gefühl hatte, hier stimmt einiges nicht. Und ich merke aber jetzt, wo ich mal zufälligerweise mal wieder hier in Krefeld bin, sehe ich, dass ja auch was passiert. Es gibt auch ein paar Leute, die hier scheinbar was machen und das finde ich total super. Ich frage mich nur, wo sind eigentlich all die anderen Menschen, die vielleicht müssen ja eigentlich merken, dass hier was nicht stimmt, ne? Es regnet zwar, aber das ist ja ein schlechter Grund. Aber ich finde das super, dass schon mal was passiert. Allerdings frage ich mich, die Politiker, es werden so viele Leute in den Knast gesteckt. Warum werden nicht die Politiker in den Knast gesteckt? Also wo ich lebe, in Portugal, haben sie vorige Woche den ersten Minister in den Knast gesteckt. Und zwar sitzt er jetzt im Gefängnis und ich hoffe, da bleibt er auch, weil der hat nämlich, den haben sie halt bewiesen, dass er einige Millionen auf sein Konto abgeschleppt hat oder nach Brasilien schleppen wollte. Und ja, das wollte ich eigentlich nur mal kurz so sagen. Vielen Dank. Ja, nochmal zurückwirkend zu den Wahlen. Ich glaube, uns wäre eigentlich schon am meisten damit geholfen, wenn wir bei den Wahlen die öffentlich machen. Jeder wirklich mit Name, Geburtsdatum darf darüber bestätigt werden kann, dass man darüber eine genauere Auszählung bekommt und dann halt nicht so jemand ein zweites Wahlrecht bekommt, nur weil er noch einen Stammsitz in Italien hat, den irgendwo angemeldet hat und dann irgendwie so ein Mario Draghi da noch eine zweite Stimme irgendwie drüber abgeben kann. So viel dazu. Gerne mal. Hi, grüßt euch. Was ich sagen wollte, der Euro ist mal die Hälfte der D-Mark wert. Alles wurde teurer statt billiger, wie versprochen. Ich würde vorschlagen, eine Euro-Währung, die mal zwei da, statt durch zwei mal gewertet wird. Als Kompromissvorschlag zwischen Euro und D-Mark, Gegnern. Dann wären 350 Euro mal eben 700 mal 2. Eine nette Aufstockung fürs Volk. Würde den Regierungen mehr helfen als teure Kredite aus Brüssel, wo die noch mehr Strafen setzen. Und denen die Wirtschaft versauen, indem die mal eben Kürzungen bei anderen Regierungen vornehmen. Vielen Dank, Leute. Zuhören. Schönen Tag Super, euch. Dankeschön, vielen Dank. Okay, wir machen kurz weiter mit dem nächsten Videoblog. Sind auch wieder nur ein paar Minuten, drei kurze Videos. Ich glaube, danach war es das auch schon mit den Videos, mehr oder weniger. Wo wir gerade bei Lobbyismus waren, machen wir mal ein bisschen mit Lobbyismus weiter. Und falls ihr die Anstalt kennt, da kommen gleich das letzte Video so mal diese Verquerungen, die Verbindungen von Journalisten zu diesen ganzen Konzernen. Okay, jetzt kommt wieder der Ben. Lobbyismus für Dummies. Lernen Sie, wie man Politiker effektiv beeinflusst. Und holen Sie sich das Know-how der Profis. Kapitel 1: Erste Schritte in den Bundestag. Als Lobbyist müssen Sie natürlich nicht stundenlang anstehen. Der Bundestagsausweis gehört schließlich zu Ihrer Standardausrüstung. So kommen Sie schnell rein, wann immer Sie wollen. Kapitel 2: Ihre Hauptaufgabe. Immer wieder werden Gesetze geplant, die dem Volk zwar sehr nützen, ihrem Auftraggeber aber schaden würden. Zum Beispiel strengere Abgasregeln. Ihr Job: Verhindern Sie diese Gesetze. Nichts einfacher als das. Politiker haben gar nicht genug Zeit und Kompetenz, um sinnvolle Gesetze zu schreiben. Deswegen haben sie rein zufällig immer ein paar schön ausformulierte Gesetze dabei. Nur noch die Folie abziehen, einkleben. Fertig. Schon ist das Gesetz überarbeitet. Kapitel 3: Geschenke. Kleine Aufmerksamkeiten machen sich bezahlt. Große Spenden sehen die Parteien besonders gerne. Und wer etwas bekommt, schenkt auch gerne zurück. Freuen Sie sich jetzt schon auf die schönen Steuergeschenke. Kapitel 4: Gegenwehr. Natürlich funktioniert die Arbeit als Lobbyist nicht nur reibungslos. Also, was tun, wenn die Bürger merken, wer dieses Land wirklich regiert? Gründen Sie ganz einfach Ihre eigene Bürgerinitiative.
Mithilfe von Webseiten, Kommentaren, Leserbriefen und dem Anwerben von B-Promis dominieren sie die öffentliche Debatte. Und schon haben sie die Mehrheit auf ihrer Seite. Kapitel 5, der Notfallplan. Doch was tun, wenn auch das nicht funktioniert? Weil es zum Beispiel um radioaktiven Müll geht, der 1 Million Jahre, also 12.500 Menschenleben lang, tödlich strahlen wird. Keine Panik. Deutschland wird doch von der CDU und FDP regiert. Lassen Sie sich einfach als Atomlobbyist zum Übernachten ins Kanzleramt einladen und legen Sie den vorbereiteten Geheimvertrag für Laufzeitverlängerungen vor. Die unterschreiben alles. Wer immer brav unterschreibt, wird vielleicht selbst eines Tages Lobbyist für eine schöne, große Firma und viel Geld verdienen. Aber jetzt lehnen Sie sich erstmal zurück und beeinflussen Sie noch ein paar wichtige politische Entscheidungen. Gegen das Volk natürlich. Es ist jetzt schließlich Ihre Demokratie. Ich heiße Hannes Jenik und bin genau wie Sie ein sogenannter Verbraucher und auch ein Wähler. Als Wähler muss ich enttäuscht feststellen, dass die Politik schamlos an uns vorbei regiert. Das geht Ihnen wahrscheinlich ähnlich. Als Konsument muss ich feststellen, dass die Industrie eigentlich nichts weiter im Sinn hat, als uns ständig zu verschaukeln. Und ich würde Ihnen jetzt gerne eine scharfe Waffe vorstellen, mit der man unendlich viel bewegen kann, die jeder von uns zu Hause hat. Der Geldbeutel. Darin befinden sich zwei echt mächtige Instrumente. Einerseits ganz modern die Kreditkarte und andererseits etwas altmodisch, aber auch sehr praktisch. Der Cash-Schein. Und mit diesen zwei Waffen können wir unendlich viel bewegen. Zum Beispiel, wir kaufen ein Produkt eines nachhaltig produzierenden Herstellers. Gute Sache. Wir kaufen ein Produkt eines nicht nachhaltig produzierenden Herstellers. Ganz schlecht. Ich denke, wenn wir etwas bewusster mit unserem Geld umgehen, beim Einkaufen, beim Shoppen, egal was wir damit machen, können wir die Welt ganz entscheidend verändern und verbessern. Und das wäre doch schon mal was. Unser Konsum ist Macht. Und die sollten wir nutzen.